FCBTV News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt. bwin. Preisfrage. Gegen wen hat der FC Bayern in der Bundesliga zuletzt verloren? Richtig, Bayer Leverkusen war es Ende Oktober im vergangenen Jahr. Und seitdem ist der FCB in 32 Bundesligaspielen ungeschlagen und auch das letzte Bundesliga-Team, das in Leverkusen gewinnen konnte. Trotzdem, die eine Rechnung ist noch offen und dennoch warnt der nicht gerade als Pessimist bekannte Toni Kroos vor seinem Ex-Club. Leverkusen ist sehr gut drauf. Wie die vergangenen Spiele haben gezeigt, oder Bayern in Leverkusen, dass es immer schwer war. Selbst in der Zeit, wo ich noch in Leverkusen gespielt habe, war es für Bayern immer schwer in Leverkusen. Und von daher ist es ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Man sieht Leverkusen auch vom Tabellenstand her, haben ebenfalls 6 Spiele gewonnen, haben 1 verloren, sind dicht dran, könnten uns theoretisch mit einem Sieg ja überholen. Und ich denke, es ist nach wie vor eine Mannschaft mit hoher Qualität, mit einer guten Form. Und deswegen wird es für uns sehr, sehr schwer. Das kann man jetzt schon sagen, auf jeden Fall. Ja, wir wollen ein Spiel gewinnen. Ob es ein großes Spiel wird oder nicht, ist mir ziemlich wurscht. So sieht das aus. Eine Gala hatten wir ja gerade erst. Für Pep Guardiola ist ja jeder Bundesliga-Gegner neu. Wobei im Fall von Leverkusen hat er vielleicht mal in seine alten Aufzeichnungen geguckt. Vor 1,5 Jahren gewann er mit Barcelona in der Champions League 7:1. Für Bayer bis heute die größte Schmach. Und dennoch ist das ein alter Hut. Pep Guardiola schaut viel lieber nach vorne auf den aktuellen Gegner und sein Ziel in der Saison. Ich habe ein bisschen analysiert Leverkusen gestern und heute. Und Leverkusen attackiert mit 5-6 Spielen in der Saison. So, meiner Meinung nach, es ist nicht defensiver Verhältnis. Es ist ein bisschen anders. Natürlich in Champions League, die ganze Mannschaften wollen ein Spiel mit dem Ball, den Reifen. Und manchmal es ist es ein bisschen einfach, aber also ich weiß nicht, es war eine große Leistung von den letzten Jahren. Das ist, ich bin nicht hier zu vergleichen, was passiert die letzten Jahre. Die letzten Jahre, Bayern hat 3 Finale in 4 Jahren Champions League erreichen. Und meine Ziel hier ist halt an diesem Niveau. So, ich weiß, dass es ist unmöglich, besser Ergebnis als die letzten Jahre zum Beispiel. Es ist unmöglich. Bayern hat alles gewonnen. So, für mich ist das Spiel ein bisschen wie ich mag meine Spiele spielen. Ein haltendes Niveau. Das ist meine Ziel hier in diesen Jahren, für diesen Jahre, von der Zeit, ich werde hier sein. Die Mannschaft ist ja schon in Köln, gestern direkt aus Manchester angereist, wo heute am frühen Abend auf dem Gelände des 1. FC Köln das Abschlusstraining stattfindet. Einen Vorbericht zu dem Topspiel morgen gibt es wie immer auf FCB-TV zu sehen. Javi Martinez ist gut 4 Wochen nach seiner Leistenoperation wieder am Ball. Einzelschicht heute an der Säbener Straße. In der FC Bayern Erlebniswelt hieß es gestern Türen auf für die Maus. Die berühmte Sendung mit der Maus war am Donnerstag zu Gast in der Allianz Arena und mit ihr 15 glückliche Kinder, die Pokale, Kabinen und den Rasen inspizieren durften. Ein Erfolg im Topspiel morgen bei Bayer Leverkusen wäre sicherlich die Krönung einer fantastischen Woche, auf die dann auf dem Oktoberfest am Sonntag richtig schön angestoßen werden kann. Bis dahin, Servus.